Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, meine lieben Freunde der Hämmern und Tasten. Yo, kann nur besser werden. Also wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, es kann nur besser werden. Da drüben steht schon Plätze. Also letzte Folge hat ja irgendwie rein gar nichts funktioniert. Es kann nur besser werden. Wir konnten nur den Kindern helfen, den Essen geben, den Wildhund töten. Aber ansonsten, es kann nur besser werden. Und ich habe mich jetzt doch entschlossen, jetzt doch erstmal der Hauptmission jetzt mal fix zu folgen, weil ich A, in das Dörfchen erstmal will. Wir haben so viele Materialien, vielleicht können wir uns auch irgendwas herstellen oder so. Und B, vielleicht schaffen wir die Mission da doch schon irgendwie, um da auch ein bisschen noch Erfahrungspunkte zu sammeln, um voranzukommen. Velen, Taverne am Scheideweg. Haben die hier irgendwie einen Schmied? Also ich sehe einen Bierkrug da links. Flussführer gesucht. Warnung, hüte deine Zunge, die Bäume haben Ohren. Das haben wir doch schon gelesen. Vermisst, Mikkel. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort. Normalerweise können wir das doch jetzt alles hier einsammeln und so. Keine Ahnung. Ist in der Taverne am Scheideweg, das immer. Wir nehmen das jetzt mal. Nicht der Kunde der Ort. Den haben wir jetzt hier. Also hier müsste ja jetzt sowas sein. Nee. Egal. Und das wird ja dieser blutige Baron sein. Auftrag der vermisste Bruder. Na, wir gehen erstmal in die Taverne jetzt hier rein. Frage in der Taverne am Scheideweg nach einem Agenten namens Hendrik. Ja, das machen wir gleich. Ich glaube, er hier, Bruno, genau. Dafür, dass er wissen möchte, wo Mikkel ist, ist er aber sehr entspannt anscheinend. Ein Hexer? Und keinen Moment zu früh. Ich bin wegen des Auftrags hier. Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Der ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bella in den Bergen. Frauen aus Bella? Bella war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich suche nach deinem Bruder. Reden wir über die Belohnung. Ich könnte mich der Sache annehmen, wenn du mehr zahlst. Ich will schon mal 280 zahlen. Das ist schon mal gut. Aber in den Minen wird definitiv was los sein. Da möchte ich mindestens 20 mehr. Das Leben meines Bruders steht auf dem Spiel. Da kann ich nicht knausern. Top! Ich weiß, ich hätte vielleicht doch noch weitergehen können. Egal. Na schön. Ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Wo müsste man denn da hin? Da müsste man hin. Und jetzt interessiert es mich, das müsste ich ja stehen. Einige Quests sind möglicherweise noch zu schwierig. Ja, ist ja eine Nebenquest, ne? Ist keine Nebenquest. Was war's jetzt? Ist ja alles die Hauptquest. Das ist ja Hexeraufträge da. Oh ja, Ernst. Ist das gerade echt euer Ernst? Empfohlen Stufe 33? Wir sind Stufe 4. Warum hängt sowas aus? Was? Hallo? Und ich gerade mal 300, ich habe gerade mal um 20 erhöht. Hallo?
Das ist doch hier. Nein! Das, nee! Ach nö! Leute! Nicht ernsthaft! Echt? Ich raste gleich aus. Warum hängt denn der sowas aus? Der weiß doch, dass wir gerade mal Stufe 4 sind. Kann der damit nicht noch ein bisschen warten? Oh, hätte ich das gewusst? Und nur 300 Münzen! Ja, du kannst dich noch erstmal hinsetzen. Das wird eine Weile dauern. Gut, was sollen wir machen? Frage in der Taverne am Scheideweg nach einem Agenten namens Hendrik. Meine Fresse, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Was haben wir denn? Warte mal, falscher. Was leuchtet denn da unten? Anscheinend nicht wichtig. Naja, reden wir mal mit dem Wirt. Ich glaube, das ist erstmal die richtige Anlaufstelle. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Bin noch nicht mit meinem Getränk fertig. Aber wir kriegen Gesellschaft? Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Hau ab oder stirb. Ich bin ein Hexer. Etwas Schnaps? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat ich glaube, wir tun Tochter gut daran, wenn wir uns nicht mit ihnen anlegen. Obwohl die Schnapsantwort wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen wäre. Aber ich wollte ihm keinen Schnaps ausgeben. Danke, dass du mit diesem Schwein deinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Was weißt du über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Okay. Wo muss man da jetzt hin? Darüber? Okay. Wir haben hier leider keinen Schmied gefunden, was sehr traurig ist. Ja, du hust dich mal aus. So, die sitzen immer noch da. Können wir nochmal mit denen reden? Du stinkst nach toten Männern. Ja. Hau ab. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum läuft Plötze vor einem Wirtshaus immer im Kreis? Oh, wir könnten natürlich auch deren Kutsche klauen. Oha, aber nein. Und du wirst zusehen müssen, wie jeder Kerl in dieser Einheit sie ins Koma fickt. Das war's schon? Das ist alles.
Ich schwöre beim Grab meines Kindes. Hier, ist das. Danke, Herr. Hier nützt niemandem was. Ihr seid Schweine. Könnt ihr besser kämpfen, würde ich euch alle fertig machen. Aber nur dann. Naja, weiter geht's. Wir haben es 21.22 Uhr. Das ist klar. Was will denn die Karte von mir? Ach Gott. Ich frag gar nicht erst nach. So. Wir sollten vielleicht vor der Dunkelheit jetzt noch dann den Ort erreichen, wo wir hinwollen. Pitsche, patsche, pitsche, patsche, pitsche, patsche. Was haben wir denn da für ein Licht? Wir haben mehrere Lichter. Was ist denn hier los? Hallo. Oh, kommen die noch einmal her? Das war spontan. Muss ich mit denen reden? Woran denkst du? Entschuldige. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Du siehst aber gar nicht gut aus. Danke. Zu freundlich. Die Nettigkeit in Person. Warte mal halt weiter. So. Ich habe jetzt auch nicht wirklich Bock, hier irgendwelche Werwölfen zu begegnen. Aber es schaut schon ziemlich geil aus. Immer noch. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Langsam, langsam. Wir sind etwa angekommen. Ah, das ist das Erste. Hinter dem Haus haben wir drei Gegner. Banditen. Die anderen scherzen Dreck. Wir haben ja zum Glück genug Bolzen. Der traut sich auch nicht näher ran. Ach egal. Stahlschwert. Dreckiger Bastard! Ja was denn? Ja was denn? Ja was denn? Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Zack. Und der schlägt zu. Der brennt. Der schlägt zu. Ich glaube ja, wo es hackt. Oh, jetzt kommt der. Mal ein Bratäffelchen essen. Ey, ich krieg die Krise, ey. Wenigstens schon mal einen hier eliminieren. Das wäre schon mal ein Anfang. Fick dich! Nee, lass mal. So. Sorry, wenn ich gerade so ruhig bin, aber ich will mich jetzt mal echt konzentrieren. Zielt auf seine Augen! Lass meine Augen in Ruhe. Wo habt ihr mich denn? Den hab ich schon mal. Hä? Ey, ich steck den in den Brand, das interessiert ihn nicht. Aber die sind doch alle immer schneller als ich. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. So, jetzt haben wir noch den. Meine Lieben, an die Arbeit! Du bist alleine, Junge. So. Bisschen Feuer. Ey, hier nicht fluchen. Das darf wenn dann nur ich. Zack, zack. Komm. Und jetzt noch. So. Oh Mann. Streitkolben.
Kleiner Knüppel. Da holt er den Knüppel aus dem Sack. Aber zwei stumpfes Beil. Können wir uns jetzt damit auch ausrüsten? Jo. Aber bringt mir nichts. Aha. Haben wir die Hose nicht aus? Ach, das ist diese Anzugshose gedöns, Mist. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruhig bin. Ich versuche jetzt endlich mal ein bisschen Ordnung und System in das Ganze zu kriegen, ey. Wo ist denn der Eingang? Ja. Das können wir. Zerbrochene Hake. Haben wir noch mehr? Wasserflasche, sehr gut. So, okay. Gut, den Rest können wir in die Stadt laufen. Das kriegen wir hin. Es ist 22.39 Uhr und laut Karte kein Vollmond. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Das bedeutet, glaube ich, nichts Gutes. Freunde, einen Moment. Ihr dürft mir jetzt dabei zugucken, wie ich speichere. Haha. So, normalerweise mache ich das immer in den Aufnahmepausen. Aber jetzt eine Aufnahmepause wäre jetzt doof. Nach 16 Minuten, nee. Da drüben sehe ich doch schon wieder drei rote Punkte, sehe ich schon mal. Wir essen schon mal einen Bratapfel. Was hat man denn noch an Getränken hier? Wir haben auch ein paar Bomben. Donner. Erhöht die Angriffskraft. Das wäre nicht so verkehrt. Schwalbe. Beschleunigt die Regeneration der Vitalität. Wenn Schaden erlitten wurde, setzt die Regeneration der Vitalität 2 Sekunden lang aus. Wir nehmen mal die gute Schwalbe. Oh. Da braucht jemand dringend Hilfe. Jetzt haben wir erstmal die Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Was jetzt nicht so geil ist, aber hey, was muss, das muss. Wir haben auch keine Vitalität, das ist doch dumm. Zum Verzweifeln. Sehr ruhig hier. Aber es ist cool zu sehen, wie die mich umkreisen wollen. Komm her. Sprich mit den Überlebenden. Ja, das mach ich super. Nein, 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 nein. 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 Boah, ey. Leute. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Das war sehr detailreich. Muss ich sagen. Der hat mit Informationen nicht. Hatte jetzt keine zurückgehalten, glaube ich. Ich glaube, der hat uns alles erzählt. Die Sonne ging unter. Und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur. Seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ja.
Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Man flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Gut, er hat uns doch noch ein bisschen mehr erzählt. So, dann setzen wir wohl jetzt mal einen Fuß in die Hütte rein, wa? Schauen wir mal. Schon mal so vorausblicken, ob da was drin ist. Jo, das wird da wohl sein. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich sollte seine Hose durchsuchen. Vielleicht ist was in der Jacke. Hat er was in den Stiefeln versteckt? Stiefeln eher wahrscheinlich, mal in oder? Die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Hey, haben wir sogar richtig getroffen, oder was? Sehr geil. Ich hätte auch was in den Schuhen versteckt, also so ist es nicht. Untersuchung. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Öffnen. Dann gehen wir mal da runter, wa? WTF. Das ist aber ein Riesenbild. Vermisst. Tamara Strenger. Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Wie gesagt, wir werden den blutigen Baron treffen, aber anscheinend wird er dann in unserer Schuld stehen. Suche die Hütte des Agenten mit Hilfe deiner Hexe. Ach, das ist die Leiter. Mensch, ich will doch hier ran. Was haben wir hier noch? Interessant. Ey, wo landen wir denn jetzt hier noch? Ein bisschen Licht. Dankeschön. Kronen 106. Das ist gut. Damit wird er nichts mehr anfangen können hier. Ja, Untersuchung. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Betrunkenes Schwein. Kampf mit einer Hexe. Vorsicht ist angebracht. Ich denke mal, Kampf mit einer Hexe wird das Richtige sein. Kampf mit einer Hexe.
Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Okay. Können wir noch was? Können wir alle nehmen, oder was? Na stimmt, sie sind ja nicht gültig, ne? Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Natürlich. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Das sollte alles sein. Vermisst und gesucht, das sollte alles sein. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Begib dich zur Burg des Barons. Jo, war ja klar, dass wir auf den treffen. Wo wohnt denn der Typ überhaupt? Da unten? Interessant. Hier haben wir mal eine größere Stadt. Ich hoffe, dass wir da dann endlich den Schmied finden. Weil ich glaube, wir brauchen auch eine bessere Ausrüstung. Das ist jedenfalls so mein Gefühl. Was können wir denn hier vorbeireiten? Können wir uns hier diesen Ort angucken? Ihr merkt, ich rede schon, was wir machen werden. In der Hinsicht, dass wir diese Folge hier beenden werden. Dann haben wir hier zwei Orte, dann, die wir uns anschauen können. Und danach reiten wir zum blutigen Baron und schauen, wie weit er uns helfen kann. Ob er uns helfen kann. Weil wir wurden ja gewarnt, wir sollten uns ja von ihm fernhalten. Aber das werden wir dann in der nächsten, / spätestens übernächsten Folge erfahren. Ich weiß nicht, wie lange ich hier brauche. Von daher bedanke ich mich an dieser Stelle wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Witcher.